Es wartet auf dem Bettvorleger in Liebe deine Ingrid Steger. Guck mal, da kommt Stolti. Kein Geld dabei. Na, Inge, noch Platz im Terminkalender? Oh, Helmut, heute zu Fuß? Frau Süßmuth, manche sagen, dieser Film sei unrealistisch. Finden Sie das auch? Wenn wir das realistisch sehen, muss ich sagen, muss ich denen nicht noch obendrein die Kondome kaufen. Die sollen sie sich bitte selbst kaufen. Guten Abend. Ja, so ist er, unser Rudi. Kaum dreht man sich als Politiker einmal um, schon hat man ein leichtes Mädchen im Nacken. Und Sie zu Hause, Sie lachen auch noch. Und am lautesten haben Sie über Ihren Norbert Blüm gelacht. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Schwamm drüber. Rudi Carrell und ich haben uns ausgesprochen, es ist ja auch Zeit geworden, und einen guten Vorsatz zum neuen Jahr gefasst. Wir machen gemeinsam eine Sendung. Meine einzige Bedingung, nur Gags, nur über die SPD. Ja, ja, jetzt müssen die brandheißen Meldungen von Rudi kommen über die SPD. Ich weiß nämlich sonst nicht, was ich hier erzählen soll. Guten Abend erstmal. Das Schwierigste an der ganzen Show ist diese erste Minute da. Denn für die Nachrichten habe ich Bilder, für die Sketch haben wir Dekorationen. Aber hier stehe ich ganz alleine. Allein? Was heißt ja allein? Ich bin doch hier. Aber wo sind Ihre aktuellen SPD-Gags? Wo sind sie denn? Gucken. Ja. Werden Sie Silvester Bleigießen oder bleibt Silvester bleifrei? Toller SPD-Gag. Toll. Hans-Dietrich Genscher hat so große Ohren, damit geht er jeden Sonntag Drachenfliegen über Bonn. Hören Sie auf zu lachen. Es reicht, Herr Carrell, es reicht. Bringen Sie mir mal sofort den Papierkorb. Sofort mit den Uraltwitzen. So. Und jetzt gehen Sie zu meinem Referenten auf dem direkten Weg. Der hat noch aktuelle SPD-Meldungen. Wir kennen Sie ja schon. Schon länger. Deshalb sind wir auf alles vorbereitet. Ja, da lang. Der sitzt im Glaskasten. Ja, um die Ecke. Nur der hat zwei Vorzimmer. Aus Glas. Aus Glas. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Der Carrell hat sich wieder mal nicht vorbereitet. Aber mein Referent, der erzählt Witze über Schröder. Kennen Sie den? Schröder kommt an die Himmelstür. Gottvater sagt, auch du, mein Sohn, bist jetzt hier. Schröder, erstens bin ich nicht dein Sohn. Und zweitens sitzt du auf meinem Stuhl. Ja, was haben wir sonst? Was haben wir hier? Höhepunkte. Von 81 bis 78, James Bond und die anderen, das klingt doch gut. Regie, können wir das mal sehen? Der bekannte englische Filmschauspieler Roger Moore hat überraschend beschlossen, in Zukunft nicht mehr als James Bond aufzutreten. Der Regisseur teilte dazu mit, dass der neue James Bond von einem Deutschen gespielt wird. James, du warst toll. Komm bald wieder. Sei vorsichtig bei deiner Mission. Komm, du musst gehen. Machst du die Tür zu? James Blüm war das. Die Untersuchungen über die sogenannte neue Heimat-Affäre sind abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden jetzt veröffentlicht. Arbeitsminister Blüm überreichte dem früheren DGB-Vorsitzenden Vetter das erste Exemplar der Taschenbuchausgabe. Brauchen Nachtfrei. Brauchen Nachtheil.
bringt dir Folgen. Tja, hast du die Packung dabei? Rauchen ist sexy, rauchen ist in. Wichtig, brauch mein Nikotin. Drum geh ich meilenweit zu Fuß, weil ich dieses verdammte Stäbchen haben muss. Die Deutsche Vereinigung der Orgelbauer vergab am Freitag wie in jedem Jahr ihren Preis. Hier der Preisträger, die größte Pfeife des Jahres. Mit Lady Di fand ich ganz schön. Aber ich frage Sie, was hätte Herr Carell eigentlich all die Jahre ohne mich gemacht? Und ich jetzt ohne ihn? Allerdings die Zettel, die fasse ich nicht mehr an. Ich kann ja ein bisschen mit Luftschlangen werfen. Kann mir mal einer sagen, wo Herr Carell bleibt? Wo bleibt er denn? Tja, das kann ja dauern. Dem Carell fallen keine SPD-Witze mehr ein. Da muss ich mir mit eigenen behelfen. Kennen Sie den? Biedenkopf und Blühen betreten eine Kneipe, zwei kurze. Sagt er, das sehe ich doch. Und was wollt er trinken? Na also, es klappt doch. Auch ohne Carell. Den brauchen wir doch gar nicht. Können wir nicht die Wartezeit mit ein paar Sketchen überbrücken? So wichtig ist der Carell auch wieder nicht. Dieser Mann hat es. Er vereint Klasse, Stil, guten Geschmack und besonderen Charakter. Das Beste ist für ihn gerade gut genug. Ein Mann mit Charme und Personality, der sich wohlfühlt in den Metropolen dieser Welt, der sich auf jedem Parkett bewegen kann. Und er fährt den richtigen Wagen. Für Männer seiner Klasse gibt's nur ein Auto. Tag, guten Tag. Sie können dann gleich reingehen, der Doktor wartet. Hier Ihre Karte. Wozu soll denn das gut sein? Nun gehen Sie schon, der Doktor kann nicht ewig warten. Was soll denn das? Guten Morgen. Hä? Nun kommen Sie schon. Bitte setzen Sie sich. Um eine reibungslose und effiziente Betreuung unserer Patienten zu gewährleisten, wurde unsere Praxis vollautomatisiert. Die Untersuchung wird der Computer davor Ihnen durchführen. Computer? Wie? Bitte schieben Sie nun Ihre Karte ein. Oh. Bitte schieben Sie nun Ihre Karte ein. Bitte schieben Sie nun Ihre Karte ein. Ich tue es ja schon, Ihre Karte ein. Bitte schieben Sie nun Ihre Karte ein. Wie rum gehört denn das Ding hier rein? Bitte schieben Sie. Sie haben nun Ihre Karte eingeschoben. Dadurch wird dem Computer ermöglicht, Ihren Namen, Anschrift und Krankengeschichte zu ermitteln. Guten Morgen. Sie sind Herr Willi Schrupe am Graben 12. Nein, das bin ich nicht. Das ist ein Irrtum. Ihr Bruchkorsett ist fertig zum Anpassen. Ziehen Sie sich auf. Nein, das muss ein Irrtum sein. Ich werde mal die Fehlertaste drücken, ja? Sie haben soeben einen Fehler begangen. Bitte entnehmen Sie Ihre Karte und schieben Sie sie richtig herum wieder ein. Blöde Maschine, blöde. Hätte sie doch gleich sagen können. Guten Morgen, Sie sind Frau Erna Schmidt. Genau. Im Bruch 2. Und wie lautet Ihre Anschrift? Aber das ist meine Anschrift. Korrigiere, im Bruch 2 ist eine Adresse, keine Krankheit. Und nun, Frau Schmidt, was fehlt Ihnen? Ich habe Schmerzen im... Ist es A, mein altes Leiden ist wieder da, aber ich traue mich nicht, es meinem Mann zu beichten. B, keiner kann mir nachfühlen, was es heißt, mit solchen Beinen leben zu müssen. C, seit der Operation kann ich auf keinem Rad mehr sitzen. Oder D, keines von diesem. Bitte drücken Sie den entsprechenden Knopf. D? D, keines von diesem. Wann haben Sie diese Beschwerden das erste Mal bemerkt?
Das war im Kaufhaus vergangenen Samstag. Und wo? In der Sportabteilung. War es A im Kopf, B in der Brust, C im Magen oder D in der Sportabteilung? Im Kopf, aber ich hatte ja auch so merkwürdige Schwindelgefühle. Verspüren Sie generell einen Hang zu Schwindelanfällen? A ja oder B nein? Ja, A, A, ja, genau. So richtig schwindelig im Kopf ist das. Für Schwindel gibt es verschiedene mögliche Ursachen. Bitte geben Sie zunächst die Anzahl Ihrer Beine ein. Na, zwei, denke ich doch. So. Ah, nein, nein, nein. Hier, so, so. Oh, weia. Oh, weia, nein, Moment, Moment. Sie haben 12 Beine. Sind Sie A, das Fernsehballett? B, der Verband der Bayerischen SPD-Wähler? C, zwei einbeinige Volleyballmannschaften? Oder D, war dies ein Irrtum? Ah, das war ein Irrtum. Ich weiß nicht, müssen Sie denn wirklich alle diese Fragen stellen? Was soll denn dabei herauskommen? Haben Sie häufig Probleme mit A, Gleichgewichtsstörungen, B, morgens aufstehen, C, Ihrem Chef, oder haben Sie ABC-Probleme mit Ihrem Chef, weil Sie morgens wegen Gleichgewichtsstörungen nicht aufstehen? Müssen Sie das wirklich alles fragen? Wir beginnen nun mit der Untersuchung. Bitte ziehen Sie A, Ihre Bluse und B, Ihren Rock aus, wie dieses Bild hier zeigt. Das ist doch was Dämliches. Als ob ich nicht wüsste, wie meine Bluse und mein Rock aussehen. Also diese Maschinen, die behandeln einen, als hätte man sie nicht alle. Die machen uns wirklich alle noch zu Schwachsinnigen. So weit ist das gekommen. Ist ja lächerlich sowas. Mir langt's aber hier langsam. Junge, Junge. Sind Sie bereit? Ja, ich bin soweit. Gut. Um Ihre Herztätigkeit zu kontrollieren, nehmen Sie nun das Stethoskop rechts neben Ihnen und stecken Sie seine Enden in die beiden Büchsen am Bildschirm. Halten Sie nun das Stethoskop gegen Ihre Brust und atmen Sie ein und aus und 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 ein. Also das Ding hat doch einen Knacks. Hier ist das Untersuchungsergebnis. Na, da bin ich ja gespannt. Sie haben eine Fistel auf der rechten Hinterbacke. Um Schmerzen zu vermeiden, sollten Sie auf der linken sitzen. Nein, Frau Müller, ich werde Ihre Tochter nicht heiraten und jetzt verschwinden Sie mit ihr aus meiner Praxis. Also jetzt langt's mir alle. Jetzt habe ich aber hier genug von dem Blödsinn. Ich will jetzt den richtigen Arzt sprechen. Also schicken Sie ihn sofort herein. Guten Tag, Herr Meier. Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie soeben Vater von Drillingen geworden sind. Einser, Dreiser, Dreiser, Vierser. Von morgen. Moment, was machst du an meinem Nachrichtenpult? Ja, ich dachte, wenn Dagmar Berghoff singen kann, dann kann ich auch Nachrichten sprechen. In dem Aufzug? Wieso? Die Nachrichtensendungen sollen doch etwas lockerer gestaltet werden, mit lockeren Meldungen. Ja, was meinst du mit lockeren Meldungen? Na, zum Beispiel, wie steht es mit dem Liebesleben der Politiker? Herr Kuhl, darf ich fragen, macht Sex noch Spaß? Ja, natürlich. Pflichterfüllung kann auch Spaß machen. Ist ein harter Job, aber es läuft gut. Ist Sex auch für Sie eine Pflichterfüllung? Ja, ich habe es immer als einen Auftrag auch zur Pflichterfüllung betrachtet. Wenn die Pflicht derzeit etwas schwieriger zu erfüllen ist, schließt es trotzdem nicht aus, dass es auch trotzdem noch Freude macht. Ja, ne? Das ist
das hierbei. Zwei Nachrichtensprecher sitzen zusammen. Das ist innen jetzt, damit es locker wird. Aber jetzt müssen Sie wieder alleine weitermachen. Ja? Meine Damen, hast du noch ein paar mehr davon? Noch ein paar davon? Ja. Ich fand, das langt. Aber wir haben den Blüm noch nicht gesehen. Willst du Blüm sehen? Ja, klar. Oh, nein. Okay, damit Blüm. Okay, da kommt der Blüm. Herr Minister Blüm, wie werden Sie mit der nachlassenden Potenz im Alter fertig? Also als Naturschicksal akzeptiere ich das nicht. Da muss voll gegengesteuert werden. Was ich tun kann, werde ich tun. Er kann es nicht lassen. Er kann es nicht lassen, egal zu welchem Thema. Norbert Blüm ist immer dran. Das hätte ich gern mal mit Gerhard Schröder oder Joschka Fischer gesehen. Die ganzen Interviews sind fingiert. Auf so eine Frage hätte ich doch nie geantwortet. Ich an Karels Stelle würde mich schämen und mein Haupt verhüllen. Bei einer CSU-Medienkonferenz kam auch die Tagesschau zur Sprache. Gegen die Präsentation dieser Sendung hatte Franz Josef Strauß vor allem einen Einwand. Aber meine Damen und Herren, er soll seine Visage offen zeigen dabei. Na gut. Wenn Sie meinen, Herr Strauß. Nicht nur Herr Strauß meint das, Herr Karell. Nun sagen Sie mal ehrlich, wie das war. Viele Leute fragen mich, ob nicht eine Menge Beschwerden kamen, nachdem wir hier über das Liebesleben der Politiker berichtet haben. Unter uns, es ist kaum der Rede wert. Dies war alles, was wir damals bekommen haben. Ja, in vielen dieser Briefe beschwert man sich, dass unsere Show am Adventssonntag kommt. Und möchten Sie vielleicht etwas Passendes, dann ist das kein Problem. Bitte sehr. Brand, endlich mal einer von der SPD. Mehr davon, mehr davon. Und haben Sie den Pharisäer Lafontaine gesehen? So viel Genossen habe ich noch nie in der Kirche gesehen. Wir haben das C im Parteinamen. Wir. Bei den hitzigen Debatten um Paragraph 116 konnte es schon mal passieren, dass ein Abgeordneter etwas auf dem Rednerpult vergaß. So erging es auch Heiner Geißler, aber Otto Schilly trug es ihm freundlicher Weise hinterher. Herr Geißler. Also dem Rudi Carell müsste man doch mal ordentlich was auf die Finger geben. So, und jetzt möchte ich was garantiert Politikfreies sehen. Auch keinen Blüm. Ich warne euch. Wie wär's mit Sport? Ein Kollege des holländischen Fernsehens wollte über das anstehende Fußballspiel einen Vorbericht machen, während die Mannschaft sich aufwärmte. Dabei merkte er nicht, dass er schon auf Sendung war. Und er wartet und wartet. Er lächelt auch mal. Aber nicht lange mehr. Ja, solche Bälle werden nicht mehr in der Zeitlupe wiederholt. Wollen wir diese allemaal eben wiederholen? Ja, kommt jetzt eben.
Es ist erstaunlich, dass Sie bei solchen Sachen immer erst Aua rufen und dann lachen. Ne? Ja. Wollen Sie noch einen? Ja, okay, hier kommt noch einen, bitte. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich kann es hier ohne Rudi Carrell sehr gut aushalten. Oh, er ist schon auf dem Weg zu uns. Ja, was machen wir so lange? Heute ist Silvester, da können wir ja gemeinsam das Glas erheben. Prost! Eine gute Idee von mir, mal in diesem Jahr Urlaub in Deutschland zu machen. Mhm. Nicht ewig in Spanien. Tolle Aussicht hier, die Berge. Wo? Hier. Da. Oh. Danke. Bitte. Ah, ich habe einen Riesenhunger. Du auch? Ja. Guten Tag, die Herrschaft. Guten Tag, Herr Ober. Möchten Sie nicht vielleicht lieber drinnen Platz nehmen? Nein, bitte. Wir möchten hier diese wahnsinnig schöne Aussicht genießen. Ah, dann möchten Sie nur was trinken. Nein, nein, wir möchten ausgiebig essen. Haben Sie die Gewitterwolken gesehen? Ich glaube, das zieht genau zu uns rüber. Nein, das bringt nichts. Nee, nee, wir bleiben hier. Dann bringe ich Ihnen die Speisekarte. Moment, was hast du von einer Zwiebelsuppe, dann Spaghetti und einen leichten Rotwein? Gut. Ja. Der ist einfach zu faul, das Essen nach draußen zu bringen. Oh. So, das haben wir gleich. Möchten Sie nicht vielleicht doch lieber drinnen Platz nehmen? Ich finde es hier langsam etwas kühl. Sollten wir nicht doch? Nee, nee, das ist nur eine vorübergehende Brise. Gute Nacht. Kommt sofort. Danke. So. Ich sammle hier in der Nachbarschaft Unterschriften gegen Graffiti. Sie unterschreiben doch auch. Hier. Mit meiner Unterschrift protestiere ich gegen die Beschmutzung der Hauswände. Bürgerinitiative gegen Graffiti. Na. Ja.
Politische Sieger des Jahres waren zweifellos die Grünen, die den Sprung in viele Länderparlamente schafften. Voraussichtlich werden sie im nächsten Jahr auch im Bundestag vertreten sein. Wie das aussehen könnte, zeigen wir Ihnen mal. Hört, hört! Und ich finde, der Unterschied zwischen uns und Ihnen, der lässt sich in das Bild bringen, Sie sind an einer besseren Melkmaschine interessiert, wie an besseren Kühen. Aber wir haben die bessere Milch. Na denn, Prost. Es muss doch in den vielen Sendungen mal 5 Minuten ohne Nobby geben. Hier Abschiedsrede und Abschiedslied, Rudi. Na, das ist es doch. Wenn Herr Karell hier auftaucht, läuft der Abspann. Er kann seine SPD-Keks den Kameramännern erzählen. Und ich erwisch noch meinen Zug nach Hause. Meine Damen und Herren, ich bitte um Aufmerksamkeit. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor ein paar Wochen hat Herr Jenninger während einer Live-Fernsehübertragung gesagt, ein Saustall ist es hier. Da kann ich Ihnen nur zustimmen, Herr Jenninger, denn statt mir in aller Ruhe zuzuhören, tut hier jeder, was er will. Hier, der Kanzler studiert die Sonderangebote vom Supermarkt. Graf Lambsdorff ist schon seit 2 Stunden dabei, seine verlorene Essenmarken zu suchen. Norbert Blüm flirtet auf der Zuschauertribüne. Die Grünen liegen auf der Sonnenbank. Ja, ich verstehe warum. Ein bisschen mehr Farbe könnte Ihnen nicht schaden. Ne? Ingrid sucht noch jemanden für heute Abend. Bleibt hartnäckig. Ingrid, lass es, er steht auf blond. Der Weigel verrät gerade der Bild-Zeitung, was heute Morgen im Verteidigungsausschuss unter strenger Geheimhaltung beraten wurde. Stoltenberg kommt gerade vom Fundbüro. Die Unterlagen, bitte da, Gerhard. Hast Glück gehabt, was? Volker stochert noch nach Resten vom Hähnchen aus der Mittagspause. Schau doch mal nach rechts, Volker. Ein bisschen wie Charles Bronson. Ein Mann sieht rood. Und Hans Apel verbreitet die grippe. Dames is Apel. Möchten Sie vielleicht ein Hustenbonbon? Nein? Herr Ober, bitte ein Glas Wasser. Und schenken Sie der ganzen Regierungsbank einen ein, ja? Kein Wunder, dass man sich hier erkältet. Es zieht hier richtig. Herr Kiechle, entweder kommen Sie rein oder Sie gehen raus. Aber machen Sie bitte die Tür zu. Danke, Herr Minister. So, jetzt zur Sache. Meine Damen und Herren, ich möchte mich bei Ihnen beschweren, denn Sie haben mich im Stich gelassen. Meine Tagesshow lebt auch von der Aktualität. Und was passiert in Bonn während der 7 Wochen unserer Sendung? Nichts. Kein Skandal, kein Krach, keine Affäre. Tote Hose in Bonn. Nur Norbert Blüm, der Benjamin vom Kabinett. Benjamin Blümchen. Die hat mit seinen Paragrafen 106 in de Winterslaap nog een beetje gestört. Ja? Dabei sind Sie auch mal wieder aufgewacht. Sonst war nichts. Wenn ich noch an das Sommertheater denke, um den Innenminister, da war sogar bei Frank Elstner ein Vorschlag, wetten, dass der Zimmermann fliegt. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Frau Kelly? Nein, ich bin schon verheiratet. Und die wichtigste Nachricht von Herrn Bangemann war, die Wirtschaft hat 2% zugenommen, er hat 2 Kilo abgenommen. Und von Herrn Stoltenberg hören wir überhaupt nichts mehr. Ja, lachen Sie ruhig, lachen Sie ruhig. Eine Ihrer Freunde hat mal gesagt, mit Stoltenberg kann man nicht mal auf eine Beerdigung gehen, weil er sogar da noch lacht. Herr Gensel, Sie hätten doch mal wieder eine Koalition mit der SPD eingehen können. Ja? Dann hätte ich noch 7 Shows machen können. Herr Vogel, Sie möchten doch wohl wieder mit der FDP, ja? Oder doch lieber mit den Grünen?
So, und jetzt zu Ihnen, Herr Bundeskanzler. Gott sei Dank waren Sie im letzten halben Jahr ein bisschen im Aufwind. Vor ein paar Monaten hätte ich mich nicht getraut, einen Witz über Sie zu machen. Sie waren nervös, Sie waren abgespannt. Aber jetzt machen Sie wieder einen frischen, dynamischen Eindruck. Trotzdem, Herr Kohl, wie konnten Sie ausgerechnet, kurz bevor ich mit meiner Tagesschau anfing, Heiner Geißler als Familienminister entlassen? Ein Spaß für die ganze Familie ging mir durch die Lappen. Jetzt langweilte sich da unten. Nur einen Gag konnte ich mit Ihnen machen. Und zwar, dass Otto Schilly Ihnen eine Packung Fromms überreicht hat. Ja. Wo haben Sie die Dinge eigentlich gelassen? Das hätte ich dem Heiner gar nicht zugetraut. Aber jetzt falle ich auch nur auf den Quatsch herein. Das war ja... Nobby, mach Schluss. Sag auf Wiedersehen und wünsch den Zuschauern alles Gute im neuen Jahr. Mach ich. Auf Wiedersehen. Soll ich das auch noch sagen? Abgesprochener Gag, Rudi Geißler. Der Deutsche Bundestag bedankt sich bei Ihnen und er verabschiedet sich bei Ihnen mit einem kleinen Geschenk, das Ihnen den Abschied versüßen wird. Nicht schlecht. Ist nicht übel. Ist ja so wie nicht. Ist nicht übel, gell? Nein. Wenn ich mal der Bundeskanzler wäre, wäre das ganze Jahr nur fast leer, dann würde doch Stimmung nur gemacht. Da wird geschunkelt und gelacht. Zank und Streit, die wären dann vorbei. Es gibt nur die Fröhlichkeitspartei. Die anderen brauchten wir nicht mehr. Wenn ich Bundeskanzler wäre. Der Ernährungsminister kümmert sich. Dann steht um einen reich gedeckten Tisch. Und der Finanzminister, völlig klar, zahlt die Getränke gleich in Bar. Mit dem Forschungsminister forsch ich dann. Na, forschen Mädchen und schau mir alle an. Und der Wirtschaftsminister, der bestimmt, dass die Wirtschaften stets geöffnet sind. Denn wenn ich mal der Bundeskanzler wäre, wäre das ganze Jahr nur fast leer. Dann wird auch Stimmung nur gemacht. Dann wird geschunkelt und gelacht. Zank und Streit, die wären dann vorbei. Es gibt nur die Fröhlichkeitspartei, die anderen brauchen.